Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dishonored The Brickmoor Witches. In der letzten Folge haben wir sind wir hier etwas durch diese Gassen gesprungen. Drüben ist eine Rune. Wenn sie rausgeht, muss ich mir die gleich schnappen. Kennst du das Gefühl, beobachtet zu werden? Hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Komisch, dass du das fragst. Das Gefühl hatte ich eben auch. Hab gerade zu dem Dach da hochgeschaut und... Da oben war eine Frau, oder? Hab sie auch gesehen. Hat nur gestarrt. Dann war sie... weg. Blitzschnell. Ja, wir haben's auch gesehen. Sollen wir es den anderen sagen? Nein. Wir könnten uns für verrückt halten. Erstes Anzeichen der Seuche, soweit ich weiß. Ja, die halten uns verrückt. Wieso reden die da? Kennst du das Gefühl, beobachtet zu werden? Hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Komisch, dass du das fragst. Das Gefühl hatte ich eben auch. Hab gerade zu dem Dach da hochgeschaut und... Da oben war eine Frau, oder? Hab sie auch gesehen. Hat nur gestarrt. Dann war sie... weg. Blitzschnell. Ja, wir haben's auch gesehen. Sollen wir es den anderen sagen? Nein. Da ist ein Stolperdraht. Gut, dass ich den jetzt sehe. Was haben denn die da? Das sind solche Heuler, oder? Hallo, hallo, hallo. Hier ein kleiner Auszug über verderbte Knochenartefakte. So. Wo da gab's, genau. Dankeschön. So. Ganz eine dumme Frage, was löst dieser Stolperdraht eigentlich aus? Ist es so eine Spreng, also so eine Liste oder? Naja. So. Gut. Der Hals da ist. Dass ich hier überhaupt nicht sehe. Autsch. Das ist aber scheiße. Hm. Habe ich mir das Artefakt jetzt geschnappt schon, oder? Nein, natürlich nicht.
mit diesen Barracudas da nicht erwischen. Hast du das schon? War das die Kiste? Ja, das ist das. Naja, wird schon passen. Speichern einmal. Hier kommt man nicht rein, oder? Wirkt nicht so. Oder? Doch. Ach, geil. Wow. Ein Altar des Outsiders. Und was sagt er? Das ist der Doubt, den ich kenne. Corvo hat in Coldbridge seine Spuren hinterlassen. Aber du auch. Welche Erleichterung. Das Leben in Dunwall war zuletzt ziemlich grausam. Diese Sache mit den Aalen verlangt nach etwas mehr Diplomatie. Aber auf Dauer gibt eine qualmende Ruine auch ein gutes Denkmal ab. Dem wirst du sowieso nie schlau, was der Typ da faselt. Oder selten. Cool. Kräfte. Vitalität. So. Komme ich hier nicht irgendwie weiter? Na toll. Ich sehe es, es gibt einen Schmuggeleingang. Der nicht hier? Mir war fast so, als wäre der hier. Hier komme ich nicht hoch. Nope. Naja. Ich sehe hier halt auch irrsinnig viel. Wisst ihr? Einmal schaue ich mich jetzt noch kurz um. Wahnsinn. So macht man das, ne? So und nicht anders. So, aber an Bord dieses Schiffes würde ich dann doch noch recht gerne kommen. So, damit hätte ich alles wieder repariert. War nur ein kleines Problemchen mit der Schnellspeicher bzw. dem Schnellladen. Ich hoffe, dieses Problem besteht nicht weiter. Und jetzt möchte ich gerne mal hier hoch. Das ist jetzt das zweite Mal. Ich sehe etwas oder jemanden in meinem Augenwinkel, aber wenn ich mich umdrehe, ist es weg. Wir werden beobachtet. Gleich wie die zweite unten. Wieso sieht jeder Halblapp etwas? Also jeder Halblappen sieht etwas. Nur ich sehe nichts. So wird. Schauen wir uns lieber mal das Schiff an etwas. Es hieß, es gibt eine Lucre, eine Schmugglerlucre. Interessiert mich jetzt. Das ist ein Knochenartefakt.
Ich sehe zwar irrsinnig viel. Schmugglerlucken sind meistens irgendwo hinten. So. Gespeichert. Was? Oh. Jetzt können wir gleich testen, ob die Schnellladefunktion wieder funktioniert. Jawohl. Dieses Boot hatte ich größer in Erinnerung. Sie sind dort. Was führt Sie hierher? Lizzie Stride schuldet mir einen Gefallen. Das tut mir leid. Die Wache hat sie mitgenommen. Ich kümmere mich um sie, solange sie in Coldridge ist. Hab leider momentan viel zu tun. Ich werde nicht viel Zeit brauchen, aber da ist die Sache mit dem Gefallen. Ach ja? Wofür schuldet sie ihnen denn etwas? Erstens, für ihre Befreiung aus Coldridge. Zweitens, für das, was gleich passiert. Au! Keine Sorge, ich krieg mich schon. Zeig mir sie Signal. Toll. Also. Wie alle. Weg. Mal jemand hierher. Voll überhaupt nicht viel geschleiche. Frage ist, lassen wir es jetzt so? Oder? Ach, wisst ihr was? Hello? Einzig und allein wegen diesem recht außerordentlichen Kill. Deswegen lassen wir das. Lizzie Stride hat wieder die Kontrolle über die toten Aale. Sie hat sie angewiesen, sie passieren zu lassen. Gut. Euer Freund Edgar Wakefield hat mich an die Stadtwache verraten. Und ihr seid ihm gefolgt. Seinen Befehlen. Aber wisst ihr was? Ich verzeihe euch allen. Ich liebe euch. Aber folgende Aale schulden mir einen Finger. Logan? Douglas, Bang Bang, Barris, Pickface, die Bakers und Annabelle. Verdammt. Du zwei, Annabelle. Habt eine gute Nacht. Interessantes System. Edgar, dieser Dreckskerl, wie kann man nur so unfähig sein? Die Hutmacher haben die Andeen demoliert. Das Boot sieht doch gut aus. Sie haben die Zinsspule. Wir sind manövrierunfähig. Was ist?
Können wir eine neue beschaffen? Die werden nicht mehr hergestellt, nicht für Motoren wie den da an denen. Wir müssen sie zurückholen. Der Alte ist immer noch Anführer der Hutmacher? Ich werde ihn besuchen. Das ist nicht so leicht. Es gibt einen Haken. Wie immer. Was ist es diesmal? Der Alte ist jetzt fast 100 Jahre alt. Er ist verkabelt und wenn er stirbt, wird der ganze Komplex mit Gas geflutet. Die gehen kein Risiko ein, haben extra einen Pfleger angeheuert. Vielleicht lässt er wegen der Spule mit sich handeln. Lassen Sie ihren Charme spielen. Einer der Hutmacher hat mir ihr Passwort gegeben, damit er seine Finger behalten durfte. Es lautet Wahlknochen. Hab's nie benutzt wegen des Gases. Und weil ich im Knast war. Halten Sie sich bereit, wenn ich zurück bin. Cool. Sie können den Alten ruhig erledigen. Aber Sie müssen klug vorgehen. Gut. Das bedeutet... Irgendwas Gutes gefunden? Verschwinde, Idiot! Gut. Eingelegtes Fischzeug. Sehr delikat, was ist das? Was hat Dao dann gemacht? Dass er seltsame Sachen kann, heißt noch lange, dass uns ein unsichtbarer Mann beobachtet. Ich werde ihn mal fragen. Bist du irre? Mag das nicht. Zwing mich nicht dazu, dir das wegzunehmen. Wenn du nach neuen Rekruten suchst. Nein, danke. Naja. So. Können wir hier immer wieder durch den Eingang durchgehen? Und kommen dann wieder zum Hauptbereich. Gut, es läuft doch. Was? Ah, ja, ich erinnere mich. Das war ja dort oben, wo wir diesen, hier, für diesen Balkon darüber, diesen Supersprung. Bin ich richtig stolz auf mich selbst. So ein... Komm mal jemand hierher! Au! Hey, was habt ihr gegen mich? Ja, Trottel. Ich glaube, ich bin auf die drauf gesprungen, kann das sein? Seltsam. Die Säureflaschen sind genial. Da ist. Witzig. Bedrohst du einen Aufschneider mit einer Knarre, macht er sich ganz groß. Bedrohst du ihn mit Säure? Alter, Baby. Das ist deine Haut. Sich gerade ablos. Für mich aber. Ach. Die ganze Stadt riecht nach Verwesung. Hab kaum noch Kugeln. So. Da hat Jerome in der Wohnung da oben. Der betrügt einen doch. Nun gib mir welche. Kann die Dichtung dastehen, wenn alle kommen? Nein, danke. Ein Walöltank. Ach, hier sind wir. Gut, gut. Was? Hm.
Wer ist dieser Einfallspinsel? Komm doch her. Müssen die Ratten gewesen sein. So, jetzt kommt er. Und tschüss. Und jetzt mache ich das noch schnell. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann durch diese Tür durchgehen. Und ich sage, bis zur nächsten Folge von Let's Play Dishonored The Breakmore Witches. Tschüss und habt noch einen schönen Tag.